Level 5. Boah, das war sehr rhythmisch. LVX Squadrons 1 to 3, ready for deployment. Stabilizer lock activated. Open the hatch. Stand by. Work out. Squadron 1 going in from above. Cav here. Squadron 2's gonna bust in from the left. Roger that. We'll be fine. Laser grid activation. Attention! The laser grid defense system is charging. Engage your force fields now. Deploying force field online. Here it comes, everyone. See you down there. Yeah, for sure, Kaz. Seven units down. Maintain formation. Everyone, stay calm and keep formation. Cass, are you still with us? Of course I am, dude. Squadron 1, get ready to board Saturn! Battle on! All units, cover squadrons 1 and 2 on the approach. Achilles has reached the surface! We're going in! This is Squadron 2. We're in the clear. Let's roll! Here it is, our final mission, with the fate of the world hanging in the balance. Who knew we'd end up here? Back then, I never would have dreamed it would come to this. LBX. Little Battlers Experience. Sorry, kurz räuspern. So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zum zweiten Versuch, so gesehen, Little Battlers Experience, ihn hier, durchzuziehen. Ja, ich habe das Ganze schon mal gestartet und es geht wieder von vorne los. Ich liebe sowas. Gehen wir kurz auf Download. Wir laden jetzt nichts runter, aber ich wollte nur mal sagen, ich habe das seit über 5 Jahren nicht mehr angefasst. Boah, das ist sehr traurig. Aber ein guter Beweis dafür, dass ich ja von LBX von Anfang an nicht so ganz begeistert war. Ja, ich bin ein riesiger Level 5 Fanboy, Inazuma Eleven, absoluter Hammer, Yokai Watch der Hammer, nur geile Spiele. Aber bei LBX war ich immer so ein bisschen einmal gucken, weil ich ja nicht so richtig der Science-Fiction-Fan bin. Und mit der Story anfangs, ich war damals bei Kapitel 3 oder sowas, hat es mir auch nicht so ganz gefallen und dachte mir, okay, brechen wir es lieber ab. Aber alles, was ich anfasse, was ich beginne, wird zu Ende geführt, deshalb ziehen wir LBX jetzt durch. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird mir am Ende sogar gefallen. Denn ich habe schon bei so vielen Spielen, bei so vielen Filmen, bei so vielen Serien, vor allem bei so vielen Serien, habe ich immer gesagt, okay, der Anfang ist nicht ganz so geil, aber das sind meistens die Serien, die am Ende das allerkrasseste bauen. Deshalb würde ich sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Gerne mal gucken, wo war ich? Datei 1, 2, 3. Level 30 war ich. Oh! War schon Kapitel 6. Ich glaube, das Spiel hat nur 10 Kapitel. Ich habe schon das halbe Spiel durchgespielt und
Okay. Gut, aber wenn ich jetzt da weitermachen würde, ich würde gar nicht mehr checken, deshalb starten wir mal ein neues Spiel. Ich dachte, das wäre jetzt Kapitel 3 oder so. Und starten mal ein neues Spiel. Ah ja, und by the way, es wird wahrscheinlich, weil es doch ein etwas längeres Rollenspiel ist, doch wahrscheinlich immer so einstündige Parts, wie wahrscheinlich auch dieser Teil. Und ja, ich hoffe, euch gefällt auch der Look hier mit diesem 3D-Vektorrahmen ganz gut, denn es passt auch vom Stil jetzt so ein bisschen. Und auch farblich ziemlich geil, und ich mag auch so lila-blau. Einfach eine geile Farbkombination. Deshalb, ja. Schaut mal ein neues Spiel und ich wünsche euch viel Spaß bei Little Battles Experience. Und ich bin mir sicher, ihr werdet es genauso lieben am Ende wie ich. So, neues Spiel. Gib ein LBX-Spielernamen ein. Okay, machen wir wieder mal. Ich denke mal, das Game damals nicht gepasst hat, ich versuch's mal. Weil ich da nur Tag reingeschrieben habe. Game. Ja. Gambling. Um einen Buchstaben. Feiere ich jetzt schon. Boah, es geht schon mal sehr gut los. So. Also ich weiß, die Story war nicht ganz so krass, aber die Quests und sowas, die Kämpfe, die waren mega geil. Auch die Roboter zusammen waren, das hat auch so viel Spaß gemacht. Deshalb lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Nach wieder Otaku, vielleicht ein Sonderzeichen oder so. Ah ne. Ne, passt schon. Cursor, 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 okay. Okay. Der Wirkschulname ist richtig. Die neueste Heruntergabe erinnert das Zentrumspiel integriert. Sehr gut. Speichern, jo. Machen wir gleich mal. Wir schreiben mal gleich mal die erste. Kaidos Anwesen. Das ist aber kein One Piece Crossover. Wenn, wäre das ziemlich krass. Speichern abgeschlossen. Dieses Werk ist Fiktion. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen und Ereignissen ist rein zufällig. Ah, deshalb Kaidos Anwesen, Onigashima. I see. Okay. Bin still und wir genießen das Opening. In the year 2042, Tiny Orbit developed miniature robots to be sold on the market as children's toys. They became an overnight success, selling in unprecedented numbers. However, they were soon taken off store shelves, with parents complaining that they were too dangerous. It wasn't until the invention of a new kind of futuristic fortified cardboard that these tiny machines were able to gain a new lease on life. Within the safety of a battle box's four walls, mechanical warriors are now pitted against one another. Tough and small, these robots are known as LBX. So this is Artemis. This place is massive. Well, it is the World Championships after all. And you know what that means. This is where you can find all the top LBX players on the planet. This is awesome. I can't wait to see who we face. Nice. You better believe we're ready for anything. Hey, look. It's Justin. Huh? Justin Kaido. He's gonna be our toughest opponent. Man, that dude is so full of himself. Yeah. But I still want to battle against him. I swear, I'm gonna take him out! Slow down. It's great that you're fired up, but we still need to win our first match. Let's take it one fight at a time. Of course, you think I don't know that? There's no bigger stage for an LBX player. Artemis. We're all fighting for one reason,
to be the best in the world. But still, there's more to this. It's not just about winning a championship. Yeah, who'd have known we'd get caught up in this mess? I still can't believe everything that's happened. The fate of the entire world rests on our shoulders. And it all began on that fateful day. The day I first met that small machine. Small. Emergency. Emergency. Code red. Security has been breached. Stop her! Don't let her escape! So we lost her. Commander Aeron! My apologies, sir. This is most unfortunate. So that case, it must hold what I think it does. Yes. If its contents ever go public, things won't look good. Mobilize all operatives! And get it back at all costs! Sir! There's no turning back now. I'll deliver this, no matter what. I promise, Professor. All right, guys! Ready to battle? Sehr schön, ich bin wieder da. Perfekt. Boah, das war jetzt richtig actionreich. Und ich habe sogar ein paar Flashbacks und ich weiß sogar noch ein paar Szenen von dem, was jetzt kommt, aber ich spoilere mal nichts. Vielleicht habt ihr schon meinen ersten Versuch gesehen, LBX zu Let's Playen. Wir sind anscheinend wirklich über die Hälfte gekommen. Kapitel 6. Krass. Ja. Tut mir leid, bin spät dran. Oh, hallo Wan. Ken Navarro. Heute etwas verspätet, was? Und ich hoffe by the way auch, dass diese Bildschirmanordnung einigermaßen passt. Es ist exakt die gleiche wie bei Ultimate. Sieht man vielleicht auch bei den oben und unten das ganze Bannerzeug. Ich glaube das gleiche, nur das kannst du ja ganz kurz zeigen. Es ist das gleiche wie das, nur mit dem Hintergrund. The Magic of Technik. Hi Chief. Hallo Sadie. Wann? Alter, was hat dich aufgehalten? Cass Walker.
Ich muss den ganzen Namen noch einigermaßen hinkriegen. Also Amy wusste ich noch. Einer heißt Kaido, ganz wild. Einer der Bösewichte, die wahrscheinlich später Bösewicht werden. Weiß nicht, ich weiß gar nichts mehr. Es gibt doch einen, der Hans heißt. Was war mit neu? Entschuldige, das neue LWX-Magazin ist rausgekommen. Also war ich noch im Buchladen. Haben die keine Online-Artikel? Im Jahr 2015, wie man gesehen hat, da lesen sie noch Magazine. Bro. Gut, ich hoffe, zu der Zeit gibt es noch Bücher und sowas. Oh Mann, das kommt heute raus. Habe ich total vergessen. Wahrscheinlich ist er kein Fanboy, der ein Abo hat. Hey, jetzt wo Wanda ist, kann ich euch einmal was Cooles zeigen. Es gefällt euch bestimmt. Scheint so ein Robo. Boom! Right in your face. Das war Achilles. Das heißt, sie sogar noch. Tada! Diesen brandneuen LPX, die haben wir heute reinbekommen. By the way, es gibt ein Anime, der heißt LPX Girls. Der hat sogar was anfangs bei der ersten Folge mit LPX sogar zu tun. Also, ich spoilere mal ein ganz kleines bisschen Anfang der ersten Folge. Das waren drei Mädels, die waren shoppen, haben sich auch so ein LPX gekauft. Und die Hauptfigur, also der Hauptcharakter, ist bei irgendeiner Bank eingeschlafen, so einer Parkbank, und wacht in einer anderen Welt auf. Also dann ging es nahtlos in so ein Isekai über, in so ein Action-Isekai mit ein bisschen Edge-Elementen. Danach hatte es null mit LBX zu tun, aber der Anfang war original mit so einem, mit diesen coolen Little Battlers. Kann ich aber echt gut empfehlen, der Anime, der war echt gar nicht mal so schlecht. Ja, also so ein 0815 Isekai Edgy Comedy, wer sowas mag, wie er hier, dann ist es ganz cool. So, war das so eine nervige Fliege, also ich werde ab und zu mal ein bisschen rumfischen, wenn da eine Fliege ist. Haben wir reinbekommen. Wow, genial! Woo. Boah, der ist richtig dabei. Ein weißer Ex-Rüstungsframe, abgefahren. Ja, ich klebe auch weiß über alles. So weiße Roboter. Hat ein bisschen was mit meinem PC zu tun, der wird auch relativ weiß. Was auch so ein bisschen leicht robomäßig ist. Achilles. Hier steht, dass es nur die Exo-Rüstung drin. Man kann das ja ohne Skeletten nicht benutzen. Stimmt, da muss man auch 30.000 Teile zusammenbauen. Quasi auch wie so ein Mini-PC. Trotzdem, das ist eine Spitze. So detailliert. Wahnsinn. Hier steht, der Satz wurde von Tiny Orbit hergestellt. Aber wieso steht davon nichts im neuen LBX-Magazin? Weil er vielleicht etwas Spezielles ist? Ja, schon seltsam. Der Großhändler, der mir verkauft hat, meint, es sei ein neues Modell. Ich glaube, dieses Ding keinen Katalog finden können. Dann ist es also total ultra selten. Wow, ich muss es einfach haben. Ha, viel Glück dabei. Wissen doch beide, dass dir das Geld dafür fehlt. Und deine Mutter erlaubt dir nicht mal, ein LBX zu kaufen. Stimmt. Musst mich unbedingt daran erinnern. Aber ich werde sie schon überreden. Warte mal. Genau, wir sagen einfach, das ist so ein ungebauter Thermomix. Kauft sie safe ab. Du glaubst also ein Wunder, hm? Was soll's? Hörst du auf einen LBX-Kampf? Oh ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Und wie? Wird echt Zeit, mal an etwas Angenehmes zu denken. Legen wir los. Komm schon. Alter, beeil dich. Drücken wir, wenn du soweit bist. Wir werden bei dabei auch relativ viel in der Welt rumrennen. Benutze eure Hilfe, um zur Katze zu gehen. Erstmal wieder ins ganze Zeug reinkommen. Einstellungen, 300 Credits. Ein bisschen relativ wenig einstellen. Oh, Texttempo. Schnell, normal, langsam. Musikeffekte werde ich eh nachträglich machen. Jo. Zurück ohne Änderung. Alles cool. So, bei den Maschinen kann man später auch LBX, glaube ich, kaufen, wenn man ein bisschen Knete hat oder ziehen oder. Ich weiß gar nichts mehr, weil ich gerade schon mit den allen. Erstmal hier mit ihr. Save hieß die, glaube ich. Ah, so. Save you Navarro. Ich frage mich, wer heute gewinnen wird. Bist du bereit? Amy? Vorsicht, Mann. Übertreibe es nicht. Mit nur weil der Katze letzten beiden Male besiegt hast. Okay, dann legen wir los. Na dann, wollen wir
Dann mal los. Let's do it. Okay. Wir haben wie immer ein Kampfkanon als Panzerpappe bereitgestellt. Wenn ihr wollt, legt los. Ein Kampfkanon. Ganz wild. Also dann, wir spielen hier nach Standardregeln. Also keine finale Vernichtung. Alles klar. Geht klar. Du bist hoffentlich in Form fahren. Pass auf, jetzt geht's rund. Ja, aber du wirst mich nicht besiegen. Fangen wir an. LBX, los geht's. Zeit mit Kat zu trainieren. 3 K.O.s und, ich hab's nicht gelesen, nervige Fliege wieder. Heute verliere ich nicht, Mann. Mann, dieser LBX hat immer noch die Schutzverkleidung als Kopfteil. Ich habe noch ein paar Teile, die du benutzen kannst. So passt den Roboter ruhig sein, wie du willst. Erstmal anpassen. Weißes Zusammenbasteln war mega lustig. Oder mega cool. Warum kannst du so viel Zeug zusammenbasteln? Du kannst deine LBX nach Belieben anpassen. Zuerst solltest du im LBX-Teil das Kopfteil anpassen. LBX-Teile. Du hast einen Anpassungsfehler verursacht. Sehr gut. Der Kopf besteht jetzt nur aus Schutzverkleidung. Wähl zunächst das Kopfteil aus und tauscht es gegen einen Bischof, einen Trooper oder einen Amazon. Ist das Jeff Bezos dran? Wild. So. Kopf. Wähl das Teil, das du ausrüsten möchtest, und drücke A, um es auszurüsten. Du kannst es auch ausrüsten, indem du das Zeichen der Liste berührst und es auf das Skelett ziehst. Ich weiß nicht, nur. Die beiden Teile sind wie gesagt gleich, Trooper und Bishop. Das ist eher eine Verschlechterung. Ich denke, das macht so oder so keinen Unterschied. Also nehmen wir mal den Trooper und ziehen ihn auf den. Kann ich lieber den Kopf auf. Das ist cooler. Nehmen wir das. So, dann Chaos ist das. Rüstungsklasse und Tempo. Gewinne Kämpfe, um deine Rüstungsklasse zu verbessern. Rüstungsklasse beeinflusst LP und VT. Schwere extra Rüstungsframes und Waffen machen deine LBX langsamer. Das LBX-Tempo wird durch Gewicht und Geschwindigkeit deines LBX bestimmt. Boah, also spielt das so komplex. Aber ich denke, soweit passt alles. Hier sind auch alle Teile. Hier die Werte. Wird sich was verändert oder verbessert? Okay. Okay, wird schon passen. So. Gut, dann ist wieder soweit ready. Dann Kampf beginnen. Gut, das ist klar. Oh. Wann? Vergiss nicht die Steuerung. Bewege das Pad, heißt es glaube ich, um zu laufen und drücke Y, um anzugreifen. Der Kontakt A gedrückt halten, um zu sprinten. Oh, wenn du B drückst, kannst du springen. Versuch mit einem Sprung auszuweichen und dann zuzuschlagen. Legen wir los, Wann. So, genau so springen und angreifen. Okay. Da habe ich die Steuerung vergessen. Mal einen Sprungangriff. Ah ja, kann schießen, das wird leicht unfair. Ich mache mehr Schaden. Und keine Spannung. Angriff schlecht. Hey Mann, deine Spannungsleiste ist komplett leer. Angriff geschickt. Spannungsleiste wird nach und nach aufgebraucht, wenn du angreifst oder sprintest. Vincent DS wäre die Funktion des LWX stark eingeschränkt. Gut, du musst ein bisschen warten. Ah, mit der kann man blocken. Okay, sonst sind meine LP, weil ich weiß gar nichts mehr. Kamera. Ah. Cool. Und finishen. Machen wir es mal mega cool. Da kommt der Zulass allen. Boom. Wir noch einsammeln. So.
Ich bin fast down. Eieiei. Kann ich nicht aufladen? Ah, schon 3 K.O.s. Das ist fast schon spannend. Jetzt eine komplette Zerstörung. Ne, schaffen wir nicht. Egal. Irgendwelche Taktiken. Kampfwerte. Charakter wechseln? Ne. Wir kommen wieder zurück. Ah, Start fortsetzen. Also macht schon ziemlich Bock. Das ist sehr relativ einfach, aber passt bisher ganz gut. Einmal down, aber gut, ich muss wieder reinkommen in das Ganze. 2,30. Also relativ kurze, knappe Kämpfe. Bisher. Ha, hier. Yeah. Sieger Wan Yamano. Geht's by the way auch bei Kuno-san als abwehrbarer Charakter. Wan hat gewonnen. Gratuliere. Amy und ich glaube ihn hier auch, diesen Katz. Bin mir nicht mal sicher, aber ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Sogar mit deinem gebockten LWX schlägst du mich. Wie du siehst, ist diese auch sehr fortschrittlich und die Feinabstimmung ist perfekt. Ihr redet alle, als hätte die Maschine ganz alleine gekämpft. Aber ich bin auch dabei gewesen. Ich bin wirklich gut, Leute. Und ich kämpfe strategisch. Wollte ich auch eher, aber gut. Da komme ich wieder rein. Eben schließlich das Atemmissturnier gewinnen. Wenn ich nicht richtig gut bin, wird das nichts. War dann keine Bildfehler, sorry. Wow, Atems. Da hat jetzt wohl jemand auf die LPX-Weltmeisterschaft abgesehen. Man sollte du dir beschleunigst mal einen eigenen LPX besorgen. Zur Superstrategie. Ja, echt. Ja, das sagt ihr so leicht. Oh Mann, zu spät schon? Tut mir leid, Leute. Ich muss los. Bruder muss los. Ja, stimmt. Ich sollte wohl auch gehen. Oh, jetzt schon? Na gut. Ich gehe wohl auch besser nach Hause. Das war's für heute. Verlass den Modellladen. Kann ich nicht noch mehr machen? Also, ich werde relativ viel rumrennen. Ist ja quasi trotzdem noch relativ so gesehen fast neu für mich, das Ganze. Und raus hier. Und hier kann man unfassbar viel machen draußen. Hey, passt doch auf. Wer ist ihr? Metamo. Boah. Gleich ein Flashback. Der war sehr nervig. War es die Navi von The Legend of Zelda? Hast Navi vergessen? Metamo. Oh, es ist nur ein Metamo. Wo kommst du denn auf einmal her? Diese kleinen Kerken sind ziemlich wichtig für LWX-Kämpfer. Sie hängen an allen möglichen Orten herum und speichern unseren Fortschritt und sogar unsere Kampfdaten. Ja, praktisch, aber ich glaube, die waren relativ nervig. Wow, genial. Schon seltsam, ich glaube, bisher kam auf sie geachtet. Ich dachte, sie wären jetzt das offizielle LWX-Maskottchen oder sowas. Tja, von jetzt mal vergessen, vergiss sie besser nicht. Speichern ist irgendwie schon ziemlich wichtig. Oh ja. Alles klar. Schätze, man sieht sich, Metamo. Metamo. Boah, das sind die, die nur ihren eigenen Namen sagen, so ein Möchtegern-Pokémon. Jetzt schon nervig. Naja, ich bin dann mal weg. Hab noch was zu erledigen. Okay, bis später, Kass.
Bis morgen. Weil gibt es ja noch so viele Quests zu machen. Kannst du deinen Fortschritt speichern, wenn du mit einem Metamo sprichst? By the way, die Hälfte des ersten Parts ist schon rum. Oh, gleich mal ein bisschen zoomen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es passt, dass die Videos einigermaßen so eine Stunde lang sind. Denn, ja, ist ja trotzdem noch ein Japaner-Rollenspiel, also hat eine relativ lange Laufzeit und ich will damit nicht zu ultra viel Zeit verschwenden, deshalb wird das schon, ja, so am klügsten sein, wenn jeder Part eine Stunde ist. Ich habe überlegt, den ersten Teil eine Stunde, denn jetzt sind wir quasi nur hier angelangt. Der erste eine Stunde und alle anderen dann eine halbe Stunde, aber da würde ich auch kaum vom Fleck kommen, vor allem wenn ich noch trainieren will oder sonst irgendwas oder questen oder sowas. Deshalb wäre es schon besser, wenn ich bei jedem eine Stunde mache. Oh, was weiter kann man schon? Speedpass? Ehre. Würde ich auch relativ wenig nutzen, gar nicht überschreiben. So, Speichern abgeschlossen. Sehr gut. Ein Tag wie der andere. Mhm. Kampfdaten. Prozent fertig. Oh, wenn ich Prozente sehe, ich will sie 100% machen, aber machen wir nicht. Wir machen nur die Story-Trick, vielleicht noch relativ viele Quests, wenn ich Bock drauf habe. Sonst mal gucken. Der Ü-Kapsel-Automat da drüben ist außer Betrieb. Wann er wieder repariert wird. Bakery. Oh, cool. Erst mit allen klatschen ein bisschen. Satoru. Sofern du noch Leben übrig hast, steht ein LPX im Standardregel kämpfen. Geht auf, wenn keine LPs übrig sind. Das macht sie ideal zum Üben. Findest du nicht? Und da du schon hier bist, willst du gegen mich kämpfen? Was? Du hast keine LPX? Tja, dann geh lieber und hol deinen, damit wir kämpfen können. Challenge accepted. Das ergibt nix. Nein. Doch, da kann ich hoch. Wir haben mal so eine Riesen-Map. Erstmal gucken wir jetzt hier unten um und dann gehen wir mal ein bisschen upstairs und downstairs. Hallo. Petunia. Zum Pazifika. Pazifista. Das ist wohl nicht wirklich so ein One-Piece-Rip-Off. Zum Pazifika-Einkaufszentrum gehört mehr als die Hauptstraße. Es gibt auch noch die Läden im Obergeschoss. Gehst du Treppe auf der linken Seite hoch, findest du eine Hamburger Bude und die Spielhalle. Gehst du Treppe auf der rechten Seite hoch, findest du die Creperie und ein Lebensmittelgeschäft. Oh ja, ich nehme an, du hast keine LPX, oder? Was so, kennst du den Kampfkarton neben Navarro? Der Ladenbesitzer lässt dort jeden nach Standardregeln trainieren. Ehrenmann. So, Pazifista Shopping Center, ich hoffe, man sieht es ganz einigermaßen. Ist doch ab und zu wissentlich ganz gut belichtet. Weil ich sagen muss, bei mir ist es ja exakt gleich von den Farben hier, wie man so sehen kann. Also, ich tue da nichts großartig rumverbessern. Könnte ich zwar, aber bin ich irgendwie zu faul, dass dann irgendwelche fancy Filter drüber liegt. Augustus, weißt du noch vor 5 Jahren, als Kinder sich mit der Weg schwer verletzt haben und sie erboten wurden? Wir dachten, es war so der Weg. Als aber dann der Kampfkarton erfunden wurde, waren wir echt froh. Solange wir die Kämpfe im Kampfkarton abhalten, können wir spielen, so viel wir wollen. Ich muss dir vorstellen. Vorsehen. Meine Mutter bringt mich um, wenn ich wegen LPX schlechte Noten kriege. Ja. Quasi die Beyblade ohne. Was ist das? Beyblade? Cartoon? Gab es auch so ein Cartoon? Keine Ahnung. Kann auch sehr gefährlich werden. Burgerladen 7-Eleven. Oh, das ist was. Da gibt's etwas. Erhalten Breitschwert. Ehre. Ah, ein LPX-Teil. Kann ich mit da nichts anfangen. Schütze dich gegen Spezialattacken deiner Gegner und gib ihnen mit einem Gegnerangriff den Rest. So kämpfe ich am liebsten. Alte Zeit, dass du das ohne einen eigenen LPX kapierst. Wenn du hier einen eigenen LPX kriegst, komm und kämpf gegen mich. Zeig dir, wie stark mein Schützen ist. Bis dahin wird dein Schützen sogar noch undurchdringlicher sein. Cool, wir wollen alle kämpfen. Sagt man nicht, Angriff sei die beste Verteidigung?
Schließlich wirst du einen Gegner nie besiegen, wenn du nicht angreifst. Wem solltest du hier glauben? Mir oder meinem Freund Habo? Kämpf gegen uns und finde es heraus. Aber vorher solltest du dir vielleicht erstmal einen eigenen LBX zulegen. Viel Erfolg dabei! Also sind diese ganzen Rich, die sich alles leisten können. Ramen-Shop. Auch noch ein bisschen Naruto reingeschubbt. Drugstore. Da gibt es einen sehr geilen Anime aktuell. Mit so einem Drugstore. Also mit so einem Typ, der einen, normalerweise in so einer Medizin. Wer ist das? Apotheke. Boah, rein durch die Kuh. Ein Typ, der im echten Leben in einer Apotheke arbeitet, jetzt aber in einer anderen Welt lebt, wo alles medizinisch irgendwie Hexerei ist. Sau lustig. Das heißt ja irgendwie The Drugstore from Another World oder sowas. Der würde wahrscheinlich auch kämpfen, Hector. Würde ich wieder in die Schulbank drücken, könnte ich so viel LBX spielen, wie ich will. Im Büro fehlt dazu leider die Zeit. I feel you, Bro. Ich komme auch so wenig zum Zocken. Weil jetzt habe ich hier Urlaub, deshalb auch. Vollgas LBX. So, bei der war ich noch nicht. Gudrun, hi. Es ist bereits 8 Jahre her, dass der erste LBX veröffentlicht wurde. Heute gibt es 1000 verschiedene Arten von Teilen aus der ganzen Welt. Unglaublich. Das ist auch was, wir kämpfen wollen. Dominik? LBX-Teile kannst du nicht nur in Geschäften bekommen. Nach manchen Kämpfen kannst du auch gedroppte Teile ans Aufsammeln. Und natürlich gibt es Glückkatzen. Was ich damit sagen will, es gibt viele Wege, an Teile zu gelangen. Du kannst jederzeit mehr bezahlen, um genau die Teile zu bekommen, die du willst. Aber ist das nicht langweilig? Obwohl ich damit nicht sagen will, dass es falsch ist, Läden in der Nachbarschaft zu unterstützen. Da war so ein geiler Arcade-Laden. Ich glaube, da gab es sogar irgendeine Inazuma Eleven-Anspielung. Da ist ein Octopodun Dumplings. Bild. Kanako. Diese Octopus-Größe riechen so gut. Da hätte ich ganz richtig Lust. Gut, da ist keiner bei dem Mülltonnen. Abel. Ich bin auf Geschäft bei Eisen Pacifica. Und zum ersten Mal hier. Ich kenne mich hier nicht aus, aber es sieht nett aus. Vor allem gefällt mir, dass es hier so viel mehr LBX-Kämpfe gibt als auf dem Land. Oh, du. Das ist keine LBX, ja? Sind deine Eltern denn irgendwie besonders streng? Ich schätze, du kannst nichts dafür, wenn es zu Hause schlecht läuft und deshalb keine LBX haben kannst. Boah, das ist richtig, Ausgrenzung hier. Richtig Mobbing. So, jetzt wollen wir in den Laden rein hier. Betreten. Games. Da sehe ich mich drin. Das sieht doch schön aus. Ah, 2050 und Ultra Mega Curve Monitore. So, das sieht doch geil aus. Und egal, da gab es irgendwas mit in der Summe 11. Weiß nicht mehr, was das war. Kann ich auch täuschen. Von Wille. Ah, mir ist langweilig. Ich bin immer an neuen Erfahrungen interessiert. Irgendwelche Empfehlungen? Mit dem konnte man auch kämpfen. Sony. Brawlers Frame sind nicht super stark, sie sehen auch echt fantastisch aus. Und sie sind so viel besser als Striders Frames mit ihrer nicht existenten Verteidigung. Jessica. Hihi. Heute steht die einzig wahre Speed Queen dieser Spielhalle. Queen. Boah. Auf der Suche nach einem Kampf? Nun, wenn du ein LBX hast, habe ich Zeit. Ah. Crack. Das alte TV-Sendung über LBX hatte ein süßes Froschmaskottchen. Ob es einen Zusammenhang gibt? Zwischen Frosch und LBX? Und wer könnte diesen großen runden Glubschaugen vergessen? Germaine. Was ist deine Lebenswaffe? Meine sind riesige Hiebwaffen. Boom, Schmetter. Letztendliche Stärke der alles entscheidende Faktor. Wenn es darum geht, schlagen Hiebwaffen alles. Und ich kann mich auch sehr leicht täuschen, dass da einfach nichts war. Marlon. Mein Papa ist manchmal ganz schön anstrengend. Er stöhnt wie ein Esel und doppelt so laut. Ah, da gab es ja irgend so eine. Ach, bei den Simpsons. Das hat der Vater von Homer zu Homer gesagt als Kind: Du bist dumm wie ein Esel und zweimal so hässlich.
Das weiß ich noch. Wenn es mehr über X geht, lässt sie mich nie zu Wort kommen. Nee, habe mich doch getäuscht, aber nichts mit Inazuma 11. Oder gab es bei Inazuma 11 eine LBX anspielen? Das kann auch sein. Irgendwas gab es da mal. Ich habe mit den Hühnern nicht geredet. Mit dem Spielhallen-Heini. Immer ein bisschen hin und her. Jamie. Das hier ist die Spielhalle. Der Ort, von dem alle Kinder träumen. Also lehne dich zurück und genieße den Spaß. Hat mich sehr viel gebracht, da komme ich nicht rein. Kann ich auch nichts machen. Ungeil. Außer den geilen Gamesladen gibt es da, glaube ich, nichts, was ich großartig hier betreten kann. Es gab noch eine Bakery. Ein Burgerladen, aber kommt auch nicht rein. Vielleicht auch so viele Sachen, aber da gibt es nichts zum Anklicken. Also ich nehme einen raren Mensch ab. Komme ich da rein? Ne. Dann wieder downstairs. Und drüben wieder upstairs. So, hoch hier. Was gibt's denn hier Schönes? Okuda. Ah. Unisex Hairdresser. Ja gut, in der Zeit 2050 ist dann wahrscheinlich schon LGBTQ+ konform. Unisex. Ehre. Okuda. Oder ist eine Kiste? Da zieht's mich förmlich hin. Erhalten Öl S. Ach stimmt, die musste man noch ölen, die Teile. Oh. Jetzt kommen wieder nervige Flashbacks zurück. Da ist eine Mülltonne. Mit nichts drin. Run, Ben. Was soll ich denn da kaufen? Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Ich frag mich, was ich essen soll. Ich kann nicht irgendwie entscheiden, was ich zum Mittag will. Alles sieht so gut aus. Aber wenn ich etwas kaufe, denke ich mir dann immer, dass etwas anderes besser aussieht. Hast du das manchmal auch? Es passiert mir buchstäblich jeden Tag. Ich hab's so satt. First World Problems. So. Kombo! Der Big Schokolade ist immer noch ausverkauft. Mann! Das sind diese anderen First World Problems. Ich komme nicht rein, das ist auch nervig. Ich kann kaufen. Krepfwerk. Willkommen in der Kreperie. Hast du schon unsere Tageskarte gesehen? So, was will er? Clearance, Cleaners, irgendwas? Zentimeter muss nicht toll. Die sind so praktisch. Prima, dass es in jedem Haushalt einen gibt. Die sind so praktisch. Viel praktischer jedenfalls als all die anderen, als diese andere Landmarke der Menschheit. LBX. Oh. Cleaners, Dry Cleaners. Ah, ein Waschsalon. Im Jahr 2050. 24/7 Mod. Isambad. Ich pauke im Moment für meine Prüfungen. Wieso? Weil ich weiterhin gute Noten brauche, wenn ich mal zur Uni gehen will. Natürlich heißt es nicht, dass ich ständig am Lernen bin. Ab und zu brauche ich auch mal eine Pause. Pausen machen ist wichtig. Wenn sich dein Gehirn nicht auch mal entspannt, wird es Informationen nicht so gut. Genau, wie zum Beispiel an LBX-Kämpfen teilnehmen. Was sehr wichtig ist fürs Gehirn? Lilly. LBX sind der Gipfel jahrelanger Forschung und verbinden die allerfeinste Robotertechnik. Faszinierend, dass diese Performance eines LBX Geld beeinflusst, über ein einziges Teil tauscht, oder? Ray. Alle stehen auf den Linear-M-Zug. Einfach die Vorgängermodelle lieber. Sie sind irgendwie zeitlos. Oh, Klassiker. Da gibt's auch nichts. Yogi. LBX sind so wirklichkeitsgetreu. Ich meine, wie cool ist das bitte? Das Wasser nach einem Wasserangriff in die Kerneinheit eindringt und einen Nässeschaden verursacht. Ich meine, wie realistisch ist das bitte? Ja, bei Robotern mit Wasser rumspritzen macht sehr viel Sinn. Bei meinen LBX bekomme ich echt ein Gespür dafür, wie es sich anfühlt, in einem echten Kampf zu sein. Da geht's glaube ich schon wieder runter. Irgendwie ist die
Map ein bisschen leicht verdreht. Aber ich komme schon einigermaßen klar. Da gibt's auch nichts. Hier wird schon gequatscht, oder? Manami. Gegen die super geheime Spezialeinstellungen meines LPX kommt keiner an. Willst du mal sehen? Ne. Lieber nicht, du. Hopp. Wo bin ich jetzt? Ah, so. Ah. Gar nicht gecheckt. Okay. Haben wir links und rechts alles geguckt. Dann hier mal mittig. Wobei ich hier schon war, genau. Dann geht's hier weiter bei Tatsuyas Book. Wir gucken uns alles an. Hot and cold. Hallo. Lucille. Du kannst mit der Mustatus-Funktion nutzen, um mit Nahspielern zu kämpfen. Außerdem verlierst du bei Tratus-Kämpfen die eingesetzten Items nicht. Das bedeutet, du kannst so zum Beispiel deine neuen seltenen oder besonders starken Items ausprobieren. Pat, sieh da, der große Gladiator des Rechts ist eingetroffen. Geh los, lösch jeden aus, der sich dir in den Weg stellt. Und entschuldige, aber würdest du was ausmachen, aus dem Weg zu gehen? Ich spiele hier gerade Held des Rechts. Ein Coffeeshop. Sieht sehr stylisch aus, by the way. Sutzis Elektro. Das ist eine Kiste. Reparatur M. Elektroautos. Electricals. Was Electricals? Oder geht's noch weiter? Wer ist ihr? Bahn. Barnaby! Inspektor Barnaby! Der Kampfkultur mag die Zuliefererwelt revolutioniert haben, doch letztendlich machen die Menschen die Arbeit. Und in der Tat lief ich gerade eine Sendung aus. Wo ist dieses Haus doch gleich? Ich muss gerade so lachen wegen Barnaby, denn meine Schwiegermutter in Spee guckt auch ziemlich gerne Inspektor Barnaby, so eine uralte Krimi-Sendung von gefühlt 1830 oder was. Das ist lustig. Einfach mal der ehrenvolle Barnaby. So, was haben wir noch? Oder wen? Saori? Hey, kennst du dieses Café auf der anderen Straßenseite? Ist der Besitzer nicht über cool? Eins sollst du hoffentlich zu den coolen, weltgewandten Mädels, die in solchen Orten Kaffee trinken. Jetzt musst du beim ranzigen rosa Laden hier abhängen. Bleh. Nolan. Du kannst den LPX mit einer Vielzahl verschiedenster Waffen ausrüsten. Schusswaffen, Schwerter, Schilde. Es ist wichtig, Waffen zu wählen, die dein Kampf schon entsprechen. Aber natürlich macht das wenig Sinn, wenn du keinen eigenen LPX besitzt. Komm zurück mit an, wenn du deinen eigenen LPX hast. Dann erklär ich dir, wie alles funktioniert. Habe ich das Safe wieder vergessen? Cut and dry. Du willst etwas fragen? Du willst etwas über die Firmen der Freunde LPX erstellen? Nun, da wären Tiny Orbit, Cyberlens und Petius. Das sind die großen Namen. Teile von Tiny Orbit sind leicht zu finden. Was wird dir erklärt, warum sie unter Anfängern verbreitet sind? Habe ich dein Interesse geweckt? Dann solltest du gehen und mir deinen eigenen LPX holen. Der wusste jetzt auch nicht, kannte jetzt auch nur Tiny Orbit. So. Da konnte jemand hier noch reingehen, in den Coffeeshop. Oder auch nicht. Blue Café Coffeeshop. So, storymäßig geht es dann hier weiter. Glaube ich. Schon, ich muss nach Hause gehen. Wähle ein Ziel. Shops. Flussufer. War wieder so sehr klassisch. Oben ist noch die Schule. Ah, schön. Davis Kämpfe sind heute vorbei. Zeit nach Hause zu gehen. Noch knapp 10 Minuten. Mann, was für ein starker LPX-Kampf. Es wäre einfach das Größte, endlich einen eigenen zu haben. Aber sollte ich irgendwie einen kriegen? Würde Mama mir sowieso nicht erlauben, ihn zu behalten. Dad. What's that? This is an LBX miniature robot.
An LBX robot? Yep. He is one brave little fighter. He can fight opponents much bigger than he is. Really? Sweet! Hey, Dad, can I have the robot? I'm really sorry, little man. I wish I could give it to you, but I can't. It's a prototype. A prototype? Yeah. It means that it's not quite finished yet. But Van, by the time you're old enough, I promise this'll be ready for you to use. Just you wait, son. Kay. After that night, Dad immersed himself into developing the LBX. He worked on it nonstop. And then, there was the accident. Yesterday evening, flight PA-0227 mysteriously disappeared off of radar. The flight was a special charter carrying scientists and engineers bound for A country. They were going to the Neo Technology Summit and represented some of the nation's greatest minds. John. However, based on the plane's location when it went missing, authorities fear the worst. And that's why Mom hates those little robots so much. Because if it wasn't for LBX, Dad would still be with us. But Mom, I wish you could understand. When I play with an LBX, I feel a connection to Dad. After all, he's the one who invented them. Even if nobody else believes it. So eine seide Backstory. Wann? Wann sind wir noch? Bei der WM, ich hatte gerade die Szene mit der Mutter, die so geschockt hat, habe ich gerade irgendwie an den Zeichenstil von Higurashi erinnert, also Higurashi Nagokorini. Sind die Augen irgendwie so ähnlich auch von den Augen? Wann Yamano? Ja? Ich glaube, es kommt die Frau mit dem Koffer. Ha! Bist du Wann Yamano? Ich habe überall nach dir gesucht. Have you found her yet? We currently have operatives scouring the city. We should find her soon. Make sure we recover that item, no matter what. I was sent to give you this, Van. Huh? This case holds the key to saving the world. What do you mean? Found her yet? She ain't over here. Huh? Van, there's no time. Inside this case lies something that can bring hope or despair for all humanity. No matter what, it can't be allowed to fall into the wrong hands. This is your responsibility. Don't give it away to anyone. But why me? I wish I had the time to explain. Just remember, this is something you are supposed to have. Are you sure? Did you hear something? Sorry! Had a big lunch. You need to get out of here quickly. Wait, I still have so many questions. Coole Zwischensequenzen. Worum geht's hier eigentlich? Und was ist das hier? Erhalten, mysteriöser Koffer. Unviertel Pacifico der Bezirkskarte hinzugefügt. Quasi hier ganz rechts wahrscheinlich, aber erst müssen wir noch ein bisschen umgucken, auch wenn hier die Bösewichte sind. Ich sollte mich auf den Heimweg machen. Den Büssel kann ich laufen. Da liegt doch bestimmt irgendwas. Okay, ein Scheißhaus, aber da ist nichts drin. Sagen wir mal Gott sei Dank. Oder? Mal drücken, ne? Ah, sieht sehr leer aus. Oder was ist das? Ein Stein.
Gut, dann ab dafür. Klassisch über die Treppe. Da könnte ja auch was sein. Ne, sieht sehr leer aus. Ne, war nix. Relax, you are. Super nett, Boss. Sie sind kommen. Was machen wir jetzt, Boss? Black Suit Boss. Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Ich habe da drüben doch eben ein Kind gesehen. Ich frage mich, ob wir es töten können. Wer nennt sie? Viertel. Ab in meine Neighborhood. Hey, Alma here. What? I see. Call me back if there's any new intel. Der war doch auch im Intro, glaube ich. Boah, riesen Lautsprecher da hinten. Denn das war hoffentlich dein Insider-Kontakt. Ja. Die experimentelle Maschine, nach der wir suchen, ist verschwunden. Verschwunden? Glaubst du, das war Diebstahl? Höchstwahrscheinlich. Wir sollten nach einem silbernen Aktenkoffer Ausschau halten. Unglaublich. Das könnte totales Chaos bedeuten. Es könnte aber auch unsere Chance sein. Stell dir vor, wir kriegen dieses Ding zuerst in die Finger. Das wäre unsere beste Chance gegen die New Dawn Racers. Klingt sau cool. Da könnten wir sie wirklich endgültig besiegen. Wir müssen es ja irgendwie in unseren Besitz bringen. Oh, spannend. Looks like it's in there. Immer dieses Muten oder Unmuten für die kurzen Szenen. Hallo, ich bin wieder da. Mama, bist du zu Hause? Das heißt dann wohl nein. Was mit dem Kopf ist? Schau doch einfach mal nach. Okay. Also guck ich mal ein bisschen um, weil es wahrscheinlich nicht so viel zum Angucken gibt. Gehen wir mal nach oben. Ah, das ist schon mal ein Fußball. Das da oben könnte vielleicht, also hier bei dem oberen Poster, könnte irgendwas mit dem Zoom-Element zu tun haben. Oder auch eher nicht. Boah. Geiler Flatscreen-Fernseher. Cooles Zimmer. Und dann noch ein Meter zum Speichern. Und tausend andere Sachen. Aber erstmal geht nur Speichern und Passwort und SweetPass. Speichern wir mal ganz kurz. Denn der erste Part ist nämlich gleich schon vorbei. Und ich bin echt mega drin. Bockt wieder richtig. Ich muss echt wieder. Ich habe es immer ziemlich lang schlecht geredet, aber es ist schon irgendwie gar nicht so schlecht. So, das geht zum Glück, glaube ich, nichts bisher zum Angucken oder so. Ne. Nicht mal die Items oder sowas, die ich bisher schon habe. Traurig. Naja, aber ich sage weiter beim nächsten Mal. Da sehen wir dann beim zweiten Teil von Let's Play zu Little Battlers Experience. Dann werden wir hier wahrscheinlich ein bisschen kämpfen, denn. Glaubt, dass wir bald einen krassen Bosskampf haben. Ich denke mir so ein bisschen danach aus, weil wir hier schon mal speichern können und sieht nach so einem sicheren Areal aus. Es könnte sein, dass wir gleich einen krassen Bosskampf haben. Aber das dann erst beim nächsten Mal. Also gut, da würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, das ganze LP macht euch hoffentlich einigermaßen Spaß. Bis dann!